Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Wir sind hier immer noch in Legion in Asuna, da steht es auch schon noch schön. Wir müssen jetzt die Quest noch abgeben. Aber bevor ich das mache, habe ich hier hinten noch Erz gesehen. Das möchte ich doch gerne mitnehmen. Erz, 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 Erz. So, was wir als gleich als nächstes wieder machen. Wir melden uns wieder an für eine Runde Dungeon. Und ein schnelles Schlachtfeld betreten wir auch gleich. Mal gucken, was wir als erstes haben. Gehen wir gleich mal drüber. Zufälliges Schlachtfeld weniger als 18 Minuten und ein Dungeon in weniger als 7 Minuten. Das trifft sich doch super. So, da geben wir noch die eine Quest ab. Ja, die haben wir ja fertig. Wo ist der Hannes? Der Hannes misst irgendwo da drüber. Ist das Zeltche? Hey, Majokalle. Vergesst den Plan. Jagt was in die Luft. Hab ich doch schon. Mehr als genug. Haltet euer Pulver trocken und das Bier kalt. Zack. Und jetzt haben wir ein neues Ingenieur bekommen von Legion. Das war das Falsche. Das da brauchen wir. Ingenieur, wir haben eine Brille bekommen. 145. Die bringt mir nicht viel. Aber okay. Vielleicht kriegen wir noch andere Sachen. Das ist ja nicht so wirklich wild. Was haben wir da? Das ist unser, genau, unser Hütchen, was wir brauchen. Weil, ich glaube, ja. Erhöht die Erfahrung um 10%. Das ist ja das, was wir wollen und brauchen. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Wir können eigentlich dahin fliegen. Das ist ja eigentlich genau nebendran. Dann nutze ich die Gunst der Stunde. Okay, einfach eine Dungeon. Das war ja mal flott. Ja, und schon gleich. Na, sagt jeder zu? Ich habe alles geopfert. Ja, bla 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 bla. Die Dämonenjäger haben ja immer alles geopfert. Die arme Schweine. So, noch der Tank und dann schon geht's los. Bin ich mal gespannt, was wir machen. Ja. Das wollten wir das letzte Mal schon machen. Das müsste Augen des Sturms sein? Auge von Asharas. Okay. Pet ist weg. Pet ist weg. Ist eigentlich eine schöne Instanz, die kommt mir eigentlich richtig gut durch. Nein, ich will ins Schiff. Dann lieber die Karre. So, alle sind so da. Was haben wir so durchschnittlich? 106, 108, 108 und 102. Also bin ich mit dem anderen der kleinste. Also mit dem 102er, das ist Schurken. Ja. So, da haben wir unser Priester, der ist 108, der sollte das lockerst geheilt bekommen, alles. Das sieht ja auch schon mal krass aus, was der hat für eine Ausrüstung. Nicht schlecht, allein schon der Stab ist klasse. So, da ist unser Tank. Los geht's. Gleich mal variieren für den Schuss auf den Tank. Da haben wir doch ein Ziel. Gezielter Schuss und los geht's. Oh, irgendwie leckt es heute ein bisschen. Ist gar nicht gut. Mag ich ja so gar nicht, nett. So, links rum. Was ist denn jetzt los? Ah, Dämonenjäger hat einen Sprung gemacht. Ja, es ist halt ein bisschen doof. Man muss sich halt hier so vorbeiquetschen. Ach, das ist nett. Jägerfreundlich das hier, ihr Leute. Nicht jägerfreundlich. Aber die hauen schon gut rein. Also jetzt geht noch der Dicke hier. Oh. Dann müssen wir nach rechts zum ersten Boss. Und dann sind wir schon gleich beim Weiterreiter zum nächsten. Oh, hoffentlich habe ich jetzt nicht noch was gepult. Nö. So, die links brauchen wir noch, die zwei. Ja, bist du selbst dran schuld, Dämonenjäger? Bist du selbst dran schuld? Hätte man nicht gebraucht, die Schildkröte. Aber okay, es gibt XP, die nehme ich gerne mit. 940, jo. Du kommst du nicht dran vorbei. Du musst die mitnehmen. Weil eine Gruppe pulste immer. Spätestens beim Zurückkommen pulste die Kollege. Taucherkrieger hat einen richtig coolen Vorteil. Dass der 5% mehr Leben hat, also der hält ein bisschen mehr aus mit Widerständen und alles.
Ist schon ein cooler Charakter. Mein Krieger ist Pandare. Warum habe ich Pandare genommen? Weil ich Ketaura wollte, weil mir die manchmal zu klobisch aussehen. Also die sind mir echt manchmal ein bisschen arisch klobisch. Okay, mein einer Paladin ist jetzt Taure geworden, weil ich kein Blutelf haben wollte. Es war schon schlimm genug, dass mein Hexenmeister jetzt Blutelf geworden ist. Weil entweder Ork, die haben immer so eine ganz komische Halterung, also Haltung. Halterung, eine ganz komische Haltung. Die sehen immer so aus, ob sie gleich nach vorne kotzen würden. Naja. Nein! Okay, die muss ich unterbrechen. Wo ist der? Die muss sterben! Stirb! Gut. Weil die Hassner denn, die können heile, unterbreche, also das ist dann immer so. Ja, aber das war's, die kommt nicht mehr. Oh, cool, ich habe was gekriegt. Ein blutiges Artefakt. Kann ich ein blutiges Artefakt einsetzen? Ja, 143, was hat's? 148 setzen wir natürlich ein. Kriegt dann zwar keinen Sondereffekt oder irgendwas. Oh, jetzt reiten sie schon los. Ah, ja, klar. Was er schreit. So, hier so rum. Da so rüber. Hab ich was gefunden? Nein, ich hab's mal geschafft, ohne was zu pullen. Yay. Entschuldigung, aber ein bisschen länger gebraucht. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Na, wer fehlt denn noch? Oh, unser Heiler hat Disconnect. Das ist schlecht. Das ist extrem schlecht. Dann warten wir noch mal ein bisschen. Dürft ihr gleich wiederkommen. Ja, es ist auch im Moment ist es ganz schlimm mit der Verbindung. Seit dem neuen Jahr, also echt. Viele reiten noch. Viele haben die Probleme, dass sie noch die Leute immer noch auf dem Mount sind, wo sie schon weit kämpfen. Viele Disconnects. Oh, er kämpft schon. Keule, das ist kein Heiler da. Ja, da muss ich halt selbst heilen. Aus der Fläche raus. Ist jetzt halt ein bisschen doof. Ich hoffe, dass der Heiler gleich wiederkommt. Oh, Entschuldigung. Weil der Heiler ist doch schon wichtig. Also Schnecke nicht angreifen, die sind übelst. Na, ich hab doch auf deine Wasserschreiter gedrückt. Geht doch. Wasserschreiter ist hier halt schon cool, weil man so schön abkürzen kann. Ohne sich großartig was zu pulle. Aber hoffentlich kommt unser Heiler gleich wieder, weil den brauchen wir. Weil wirklich mit Heilung ist nicht. Ah, da ist schon wieder dran. Ja, wie gesagt, ist halt nicht einfach ohne Heiler. Schauen wir mal. Ich drücke die Daumen. Zack, da ist die erste schon tot. Das ist nämlich genau das. Ja, es scheint, wir haben Störenfriede. Der arme Priester hat nämlich, wenn ich jetzt Disconnect, entweder. Es gibt auch viele, wo ich ehrlich sagen muss, es ist Sauerei hoch 10. Die brauchen bloß die erste Boss, weil sie irgendwas davon brauchen. Jetzt wurde die Wahl geschadet. Ja, bringt ja nichts. Warum nein? Warum? Ja. Wird jetzt ausgetauscht. Es wird jetzt ein neuer Heiler gesucht. Wir hoffen, dass wir ihn erfinden. Ich hasse sowas. Weißt du? Klar, vielleicht kann er nichts dazu und hat wirklich Disconnect der PC abgeraucht oder. Es ist irgendwas passiert, dass die arme Sau jetzt nicht weiterspielen kann. Aber ich habe auch schon viele Leute gesehen, die sagen, oh, ich brauche nur den einen Boss und dann Disconnect raus, weil dann kriegt man keine Strafe. Ja, diese Inni ist verflucht. Genau, der sagt das schon richtig. Äh,
Gucken wir mal, ob wir was zurückschreiben können. Nö, dann versuchen wir mal Gruppe. Okay, der will ja den Zusatzpost dahinter machen. Auch nicht schlecht, es gibt immer extra Bonuspunkte. Aber der ist nicht ohne Keule und ohne Heiler, ich weiß nicht. Ohne Heiler wird das halt so richtig Spaßspiel, sag ich mal. Na, hoffentlich kommt gleich einer nach. Komm, den machen wir, müssen eh warten, jo. Ja, wie gesagt, es kann auch Sinn, dass der Gute einfach irgendwas passiert ist, Disconnect abgeraucht, Internetprobleme, kann ja alles möglich sein. Aber es gibt auch viele, wo ich kenne, die sagen, ja, ich brauche nur was vom ersten Boss, weil ich gequestet habe, oder vom letzten Boss oder da und dort. Da machen die nur den einen Boss und dann, oh, leider ist mit Disconnect und oh, leider geht nichts mehr. Dann sind sie dann raus. Das Problem an der ganzen Geschichte ist dann, dass dann ein Disconnect vorgetäuscht wird. Beim Disconnect ist halt dann das Problem, man kriegt halt nicht, ja, wie sagt man dazu, nicht den Bann oder das vom Schlachtfeld weggerannt etc. pp. So wie ich das letzte Mal hatte, wo ich dann eine halbe Stunde nicht mehr ins Schlachtfeld darf. Also von dem abgesehen. Sparen die sich das? Alter, ich will doch nur ein bisschen näher ran. Keule, du hast nicht mehr viel. 2% kriege ich jetzt im Arsch. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Alter, wenn das die ganze Zeit so weitergeht, sehe ich schwarz. Hoffentlich kommt bald der Heiler. Sonst gibt es eine ganz komische Folge. So. Zack, Kohle, 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 Kohle. Heiler ist immer noch keiner da. Wie lange suchen wir schon? Ja, 2-3 Minuten. Okay. Naja. Wir können es halt leider nicht ändern. Na, dann trinke ich mal einen Schluck am Kaffee. Kühler Kaffee. Nom 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 nom. Aha, cool. Mal gucken, ob ich das andere noch hab. Ne, Spielzeug. Ja, ihr seht, ich hab nicht viel Spielzeug. Also, bin jetzt nicht so der Spielzeugjäger. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so ein, zwei Sachen. Ich habe die Pepe, was ich gern habe. Ich habe, na, wo ist es dann? Da ist es. Zack. Jetzt ist mein Lepra-Gnom. Das kriegt meine Gnom-Regan, wenn man den Spezialpost packt. Ich war da in der einen Gruppe dabei, aber fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Also wir haben mehr Glück als Verstand gehabt, als wir den gelegt haben. So, er will den wirklich versuchen. Das wird nicht leicht, Keule. Glaube nicht, dass wir es schaffen. Glaube nicht, dass der so einfach wird. Ja. Weil wie gesagt, Dido hat halt den Vorteil, also was heißt Vorteil? Die setzt das ganze Wasser hier unter Strom, das sollte man da nicht drinstehen, deswegen sind die kleine Inseln. Sie macht Flutgezeiten, das heißt praktisch, dann werden manche Inseln unter Wasser gesetzt. Sollte man auch ein bisschen aufpassen. Ja genau, das Selfie ist halt kacke beim Kriege. Deswegen ist der Paladin besser. Sie schießt ab und zu mal so ein paar Sachen um sich. Also ist jetzt ein extrem schwerer Boss. Oh, okay, das können wir eigentlich machen. Was? Oh, jetzt habe ich die Schnecke geholt. Fuck.
Ich hasse deine Mehrfachschuss. Wo bleibt denn eigentlich der Heile? Da müsste auch so gleich kommen. So, die ist kaputt. Wir warten schon 6 Minuten und ist immer noch kein Heiler da. 50 Sekunden warte, okay. Er will es einfach echt versuchen. Ja, ja, ich kümmere mich um diese Würmer, ist klar. Ja, hoffen wir mal, ob wir das schaffen. Aus dem Wasser raus, jetzt wird das alles nämlich unter Wasser, also unter Strom gesetzt. Wer drin ist, genau, hat jetzt halt ein Problem. So, jetzt kommt das Wasser. Jetzt heißt praktisch... nein. So, jetzt bin ich auf dem nächsten drauf. Also ihr seht, dann gehen ab und zu immer so ein bisschen, ich bin außer Reichweite, muss ein bisschen weiter vor. Immer muss auch Inseln weg. Oh, hoffentlich halt der Krieger noch durch. Okay, aufs Wasser. Jetzt rennt er wieder außer Reichweite. So, jetzt. Man muss halt immer nur aus dem Wasser raus und gucke, dass man auch nicht auf die Inseln. So. Bisschen ins Wasser. 8%, das schaffen wir noch. Aber unser Krieger ist tot. Und sie ist kaputt. Uiuiuiui. Genau, das ist eine gute Idee. Hier kann ich reparieren und verkaufen. Den kann ich nicht. 136 habe ich was Besseres. Genau. Kann also alles weg. Das weg, das weg. Das weg, das weg, das weg. Die da auch alle weg. Was habe ich hier? Das ist der Schmuck, der kann noch weg. Das da kaufen wir auch, glaube ich. 145. Das ist ein frostiges. 145 habe ich was. 146 frostig. Ne, das stürmisch ist das. Oh, oh, oh. Dann kann das weg. Den löschen wir. Weil dann darf ich bloß einen haben. Limitiert auf 20. So. Aufräumen. Zack, alles weg. Weiter geht's. Heiler ist immer noch nicht da. Das ist doch kacke. Ja, Leute. Weil der nächste Gegner ist die Hydra. Das ist das hier drüber. Die ist nicht ganz ohne mit ihrer ganzen Köpfe und alles drum und dran. Ja, wieso lange das dauert, das lange mit einem Heiler. Genau, das ist das Problem. Au, 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 zu nah dran. Wenn man zu nah hier zu denen dran kommt, kriegt man halt einen Blitzschlag ab. Hier sollte man halt schon wirklich gut freiräumen. Weil die da sind jetzt nicht so schlimm. Die Möwen sind schlimm. Die Möwen bringen einen. Ja. Okay. Bei der Möwe ist halt Desorientierung, das ist halt richtig kacke, wenn die anfangen rumzuschreien. Die Krebse gehen eigentlich, das ist jetzt nicht so wild. Die Hydren, die kleinen, die sind auch noch interessant. Und die Krebse hier. Oha. Soll ich es wagen? Ja, komm, ich wag's. Das Ding hat halt übelst die Reichweite. So, das waren die. Wie gesagt, wir müssen den ganzen Raum hier freiräumen. Aber warum kommt kein Heiler nach? Das ärgert mich ein bisschen. Na, versuchen wir es mal weiter. Ist jemand gestorben? Nö. Zack. Da ist so eine Möwe. Die sind absolut nervend. Wo will er hin? Achso, die Hydra-Hole. Ihr seht, auch durch den Wind wird man ein bisschen weggeschoben. Für viele Krieger oder Nahkämpfer halt absolut nervend. Oh, nix hier weg. Zack. Das war's für die. Holst du die Möwe auch? Nein, dann will er gleich da hinten rum, oder was?
Was hat er vor? Normalerweise macht man noch die Hydra. Ah, vielleicht will er jetzt erst Rieseboss machen. Okay, wenn er das machen möchte. Hier kann man sich so schön dran vorbeischleichen, indem man einfach nur hier rechts und links geht. Die einzige Gruppe, die man jetzt gleich noch zu machen hat, ist eigentlich, na, sag mir schnell die Murlocs, wo jetzt gleich kommen, und die paar Gobos. Ja, da kann ich jetzt. Lebt noch einer? Nö, sind alle tot jetzt. Ja, bin mal gespannt, ob jetzt noch ein Heiler nachrückt. Da sind die Murlocs. Da habe ich sie ja schon. Die habe ich ja schon vermisst. Murlocs! Murlocs, Murlocs, Murlocs. Ja, früher waren die extrem eklig. Zack. Ich glaube, ich spiele die Aggro gar nicht. Alle tot? Alle tot. Warteschlange verlassen, Warteschlange angemeldet. Hallo? Ach so, das war, ne, er hat nochmal abgenommen, auch gemeldet. Sind dann die alle? Dolz 1, 2. Bloß der Krieger. Der bloß der Krieger ist schon wieder tot. Ah jo, der Krieger war schon wieder tot. Naja, das ist halt kacke, weil wie gesagt, uns fehlt der Heiler. Klar, wir können jetzt die ganze Zeit was? Unterstand vor dem Sturm geschützt. Ah, okay. Zack, Bürgerinner weg. Klasse. Also die Gruppe wird immer weniger. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Zwei DDs, ein Tank, fehlt noch ein Heiler und noch ein DD. Ja. Also diese Instanz ist echt verflucht diesmal. Oh, Entschuldigung, falsche Taste. Mal fragen, was. Nu? Ja klar, musst du für eine Quest durch. Ist mir schon klar. Weil er braucht das Auge. Naja, fehlt nur der Heiler, ist ein bisschen gut gesagt. Wie gesagt, was ist jetzt los? Wen hat denn der angepusht? Achso, nee, ich habe mich zurückverwandelt, die Zeit ist rum. Ah, ich habe schon gedacht. So, die zwei da oben müssen wir machen, die zwei Dicke. Da kommst du nicht dran vorbei, Keule. Und die werden nicht gerade einfach. Weil ich glaube nicht, dass wir denn eine Schade rein. Kommt auch keiner nach. Ist der andere jetzt auch, ne? Was? Die beiden machen gut Schaden. Ah ja, klar machen die beide gut Schaden, das weiß ich. Die zwei sind übel. Ja, Krieger nicht aufgepasst, Krieger jetzt drin. Komm. Ja. Es wird ein interessanter Kampf. Ich muss jetzt bloß aufpassen. Fletch. Ah. Einer ist kaputt. Hab auch. Ja, das war's. Zack, jetzt muss ich Geist freilassen. Jetzt stehe ich wieder am Anfang.
Weil zu dritt ist es halt. Ach, das will ich nicht. Ich will lieber den. Ja, zu dritt wird das ganz hart die Nummer, also. Ja, klar, easy ist locker. Wir befinden uns nicht mehr in der Warteschlange. Was? Au! Zu nah! Autschen. Na komm, spring. Zu nah. Ja, der braucht halt bloß der Letzte. Das Problem ist aber, soweit wie ich weiß, muss er die Schlange auch noch kaputt machen, sonst funktioniert es nicht. Also die Hydra da. Schlage einen Kopf ab, wachsen sechs nach, oder wie war das? Da komme ich noch dran vorbei. Da komme ich noch so dran vorbei. Und wenn ich pulle soll, stelle ich mich einfach tot. Soll der Käse. So, ein bisschen Heilung hochnehmen. Dass wir uns aber schnell heilen können. Einsamer Wolf, 10% mehr Schaden. Yay. So, erst ein bisschen rechts, dann so rüberlaufen. Ab auf der Pegasus und weggeritten. Ach, das mit dem Wind, das nervt so. Das ist doch so bitter. Ja klar, es ist bitter. Es nifft auch wie Sau. Jedes Mal, es ist jetzt schon das zweite Mal, wo wir in der Instanz drin sind und es nichts wird. Und es kommt auch keiner nach. Das ist so der absolute Hohn. Wohl 3 DDs sein müssten, aber es ist keiner hier. Naja. Würde ich mit meinem Hexemeister kommen, hätte ich jetzt gesagt, ja komm, zieh mir die ganze Kram durch. Aber, puh. Beim Hexemeister hätte ich dann, ja, wie sagt man, so Lutschkiesel machen können. Ich hätte Mana-Entzug, also was jetzt Mana, Lebensraub gehabt und alles. Der Schade hätte auch gepasst, okay. Hexemeister ist auch Level 120. Ist sowieso dann easy going. Das ist doch bitte. Ich bleib noch drin. Aber Quest mach nebenbei weiter. Okay. Naja, also dann muss ich ganz ehrlich sagen, verabschiede ich mich leider für euch. Es tut mir leid, dass mir so Katastrophe-Instanz, also die ist echt verflucht, die Instanz. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ja, ich habe nur die Hoffnung, dass ich vielleicht nochmal in die Instanz komme, dass wir auch eine Gruppe finden, wo komplett durchzieht. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Schreibt mir was unter in die Kommentare, teilt mein Video. In diesem Sinne, tschüss!